Ja, und damit herzlich willkommen zum sechsten Teil der ersten Runde des Turniers. Wir wurden alle von einem Typen angeschrieben und gefragt, ob wir bei so einem Quatsch mitmachen wollen und haben einfach Ja gesagt, um zu wissen, was eigentlich abgeht. Oder so ähnlich. Ich weiß immer noch nicht, wie ich es nennen werde. Aber mir fällt noch was ein. Und ja, wie gesagt, wir sind in der sechsten Runde oder im sechsten Teil. Also der sechste Kandidat ist heute hier. Und das ist auch der letzte in dieser Reihe. Das heißt, wir werden danach dann entscheiden können, wer weiterkommt und wer rausgeflogen ist. Und niemand geringeres als ein treuer Weggefährte, Shinji Schneider. Hallo. Hallo. Freut mich, Gott, dass du dabei bist. Worauf habe ich mich da eingelassen? Ja, jetzt ist zu spät. Ja, du spielst heute mit uns oder mit mir Deal or No Deal. Und ich weiß nicht, wie weit dir die Regeln bekannt sind. Also ich habe es auch schon im TV gesehen, wobei ich immer dachte, okay, kriege ich das Mädel mit dazu, wenn ich nehme, oder lasse ich es bleiben? Leider nein, wir haben auch keine Frauen hier, das übersteigt unser Budget. Weil in der Schweiz, also vor allem auch in der Schweizer Version, aber ich glaube, da kann man maximal 200.000 gewinnen. Ja, in Deutschland, da ist man, glaube ich, auch irgendwie so gewesen. Aber in den USA, da hauen die mal eine Million raus, da kennen die nichts. Eigentlich relativ einfach, du suchst ja gleich einen dieser 26 Koffer aus. Das ist deiner, du weißt aber nicht, was drin ist. Du wirst dann in der Folge Koffer eliminieren, in der ersten Runde 6, dann 5, dann 4, dann 3, dann 2, dann 1. Und ja, dann wirst du immer wieder Angebote bekommen von unserem Banker. Und der wird dir sagen, so und so viel bieten wir dir an. Und du kannst dann eben sagen, Deal oder No Deal. Und du hast natürlich ein Ziel heute, denn nur die ersten drei Kandidaten werden heute oder bei dieser Runde weiterkommen. Und damit du weißt, wie der Stand ist. Auf Platz 1 im Moment Demis mit $200.000. Auf Platz 2 ist Matter. Moment, muss ich überlegen. Stimmt das, was ich gerade erzähle? Sollte ja, ich das doch überhaupt doch wissen? Das ist doch irgendwie ja, ein unfairer nein. Vorteil. Nein, das ist kein unfairer Vorteil. Sicher ist das ein Vorteil. Wenn ich weiß, ich habe mehr als der Dritte, dann kann ich einfach aufhören. Das ist richtig, aber das ist egal. Die anderen hatten den Vorteil auch. Und ich habe ja ausgelost, in welcher Reihenfolge ihr spielt. Deswegen, naja, eigentlich habe ich das nicht. Aber ist egal. Muss ja keiner wissen. auf Platz 2. Ich persönlich würde ja sonst aus Fairness sagen, verrat's mir nicht, was die anderen haben. Verrat's mir nachher. Aber wie gesagt, das sonst unfair wäre, weil die anderen das auch wussten. Wie gesagt, auf Platz 2 ist Matter mit, ich glaube, $104.000. Auf Platz 3 ist Grasuk mit genau $100.000. Das heißt, das ist dein Ziel, über 100.000 kommen. Auf Platz 4 ist, jetzt wird's schwieriger, da ist Steff mit 50.000 oder nee, $5.000. Und auf Platz 5 im Moment ist Goody mit $5. Also die solltest du auf jeden Fall schaffen. Also letzter wird wahrscheinlich schwierig. Lass mich raten, Goody hat es einfach bis zum Ende durchgezogen. Goody hatte tatsächlich das Pech, der hatte lange einen hohen Koffer noch drin. Und als der dann weg war, hat sie gesagt, ist auch egal, und hat dann bis zum Ende runtergespielt. Genau so ist es. Ja, und ich brauche deinen Koffer. Und ich bin ein wenig erkältet. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Wenn ich hier am Verrecken bin, das ist furchtbar. Ja, welchen Koffer möchtest du denn gerne deinen eigenen nennen? Mein Koffer ist die Nummer 2. Die Nummer 2. Warum die Nummer 2? Weil ich vorhin einen random Nummerngenerator benutzt habe, 1 bis 26, und er hat mir 2 gesagt. Sehr gut. Ja, okay, das ist nicht schlecht, das ist mal eine gute Wahl. Ich bin Rollenspieler, ich würfe sowas das aus. Das ist richtig. Ja, dann brauche ich deinen ersten Koffer, der eliminiert werden soll. Also meine absolute Glückszahl ist die 8, also geht die 8 weg. Die 8, dann schauen wir mal, hoffentlich was Kleines. Hat dir Glück gebracht, $10. Mhm. Dann, wenn ich Roulette spiele, dann geht meistens die 18 okay sofort drauf. $50, auch gut. Mhm. Die 21. Die 21, dann schauen wir da mal rein. Da haben wir 750, auch gut, auch noch auf der linken Seite. Die 5. Die 5. Da haben wir $200. Sehr guter Anfang bisher. Die 13. Und die 13. Die 13 war bisher immer so eine... Aber $300 auch, sehr schön. Und bevor du deinen letzten Koffer nennen darfst, wir sind hier ja in einer Spielshow, da gehört es ja dazu, dass man mit den Kandidaten auch sich ein wenig unterhält.
Und dementsprechend werde ich das auch heute mit dir tun. Finde ich gut, sonst wird es ne? nämlich langweilig. Richtig, so ist es. Und so baut sich die Spannung auch ein bisschen auf und dann kommt noch eine Werbepause und ich verdiene Millionen von Dollar. Nein, aber du warst jetzt im letzten Jahr nicht so viel unterwegs, bist aber dieses Jahr doch wieder ein bisschen mehr unterwegs. Wo wirst du denn dieses Jahr noch hinreisen? Das stimmt so jetzt eigentlich überhaupt nicht. Nein? Nee, eigentlich ist es genau andersrum. Ach so, nein, Entschuldigung. Ja, dieses Jahr warst du eigentlich bisher nicht unterwegs, aber du wirst jetzt doch noch irgendwie was machen. So, entschuldige. Ja so, genau. Also es ist so, ich hatte dieses Jahr genau eine einzige Konto, der ich überhaupt fahren konnte, die es mich... Ich muss ausholen. Ich leide ja an einem Schleudertrauma seit 2 Jahren und letztes Jahr bin ich deswegen eine Woche vor der Konichi von meinem Auftritt dort zusammengeklappt. Mhm. Und durfte gar nichts mehr machen. Also ich hatte auch, es gab wirklich auch Probleme bei der richtigen Arbeit. Ich verdiene ja mein Geld leider nicht mit Comedy oder Gesang, auch wenn ich es gern würde. Wobei, nee. ich hatte dieses Jahr deswegen einiges an gesundheitlichen Problemen. Ich bin wieder auf dem Weg der Besserung, massiv auf dem Weg der Besserung. Und ich war bis jetzt nur an der Wimai Kai, so quasi 3 Minuten auf der Bühne als Ehrengast, so, hallo, ja, ich bin auch hier, diese Con, hallo, ich bin wieder weg. Es war so quasi Generalprobe und was ich jetzt geplant habe, ist im September, ich fahre garantiert zu Konichi, allerdings nicht als Komiker, sondern als Bühnenhelfer. Also ich plane, wenn es meine Gesundheit zulässt und im Moment sieht das sehr gut aus, dass ich wieder beim Cosplay-Wettbewerb mitmoderieren kann. Sehr schön. Das ist so quasi mein erster Test, ob ich wieder auf der Bühne stehen kann. Und falls das funktioniert, bin ich momentan mit einer Schweizer Con im Gespräch, der Aki no Matsuri. Mhm. Die wird Ende Oktober in Zofingen in der Schweiz stattfinden, im Kanton Aargau, schön zentral in der Mitte zwischen Bern, Basel und Zürich. Bern, Basel und Luzern. Für die Zürcher ist es ein bisschen umständlicher, aber die Zürcher gehen eh nirgendwo hin, was außerhalb ihrer eigenen Stadt ist. Ich bin Basler, ich bin gebürtiger Basler, ich muss die Zürcher hassen. Das ist so wie Düsseldorf und Köln. Oder Braunschweig, Hannover. Genau, oder Karlsruhe und Stuttgart. Also oder Berlin und Restdeutschland. Ich dachte, es wäre München und Rest. Egal. Ja, München auch, ja. Nee, und Ost und West. Ja, das und auch. Überhaupt. Nee, aber ich plane eigentlich, wenn es an der Konichi gut läuft und ich nicht nur vor mich hin stottere und nicht zusammenklappe und überhaupt nichts derweilen, dass ich dort quasi als wieder mit einem neuen Comedy-Programm auf der Bühne stehe. Das heißt, ich habe nach der Nietzsche dann so quasi 1,5 Monate Zeit, mir was aus dem Finger zu saugen. Okay. Ich habe schon ein paar Ideen, worüber ich lästern will, was ich machen möchte, aber das ist bei mir immer so, ja, ich brauche den Druck, dass ich in einem Monat oder so auf der Bühne stehen muss, damit ich wirklich meinen fetten Hintern hinter die Arbeit klemme. Kannst du schon so ungefähr sagen, in welche Richtung es gehen wird oder noch gar nicht? Also was ich sicher machen werde, ist, ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich irgendwo auf der Bühne stehe, die Leute keine Ahnung haben, wer ich bin. Mhm. Oder zumindest keine Ahnung haben, was ich so mache oder gemacht habe in letzter Zeit. Sprich, ich werde garantiert auf das Thema Schleudertrauma zu sprechen kommen müssen. Ja. Und ich sage mal so, ich habe mittlerweile viele Krankenhäuser von innen gesehen. Viele interessante Erlebnisse gehabt und das liefert auch gutes Material für Comedy. Definitiv. Also man liegt 7 Stunden in der Notaufnahme, was man da an Gesprächen der Pfleger mitbekommt. Mhm. Und ich muss hier meinen Vater zitieren, der Jürgen von der Lippe zitiert, wenn es um Ärzte geht. Das sind auch nur ehemalige Medizinstudenten. Ich muss mich drüber lustig machen, weil die Kerle regen mich auf. Also ich sage mittlerweile halb Ärsche in Weiß. Das ist nicht schlecht. Ja, da bin ich gespannt drauf. Und es freut mich auf jeden Fall, dass du zu Konichi kommst, denn dann sehe ich dich auch mal in Natura. Ja, stimmt, das haben wir immer versaut. Ja, wir haben es immer versaut. Ich habe dich ja einmal auf der Bühne gesehen. Da saß ich irgendwo in der 4. Reihe und habe dir ja auf der Bühne gebrüllt. Das war vor 2 Jahren auf der Konichi, glaube ich. Nee, das war an der Leipziger Buchmesse. Stimmt, das war Leipziger Buchmesse 2013. Wo wir uns trotzdem komplett verpasst haben. Das war dieses Jahr. Da haben wir uns komplett verpasst, richtig.
Nee, aber auch an der LBM, da kamen wir jetzt auch nicht ins Gespräch. Nee, das ist richtig. Ja, aber dieses Jahr, ich denke, auf der Kolitschi kriegen wir das dann wohl mal hin. Ja, und ich hoffe eigentlich, dass ich nächstes Jahr wieder besser zurechtkommen werde. Im Moment ist halt mein nervlicher Status ist, ich werde unendlich aufgeregt sein, wenn ich auf die Bühne gehe. So quasi wie beim ersten Mal, als ich auf der Konichi-Bühne stand und so dachte, was mache ich hier? Was mache ich hier? Ja, ich bin sehr gespannt auf 2015 bei Shinji Schneider. Ich auch. Das wird mein 10-jähriges Jubiläum. Oh, krass. Dann musst du dir natürlich auch noch was Besonderes einfallen. Ja, die Frage, ich bin eben momentan am Überlegen, wenn ich dieses Jahr noch irgendwo einen Auftritt habe, dann habe ich 10 Jahre hintereinander, seit 2005, jedes Jahr einen Auftritt gehabt. Und dann kann ich auch wirklich von einem 10-jährigen Jubiläum sprechen. Das stimmt. Aber es sieht ja im Moment ganz gut aus. Also, ne? Ja, ich drücke mir die Daumen. Ich dir auch. Und der Vorteil, in der Schweiz aufzutreten, ist, erstens, es sind Leute, die mich noch nicht kennen. Ja. Das heißt, ich habe zwar nicht den Bonus von, hey, da kommt Shinji, der ist lustig, aber ich habe auch den Vorteil, man erwartet nicht so viel von mir. Mhm. Plus, ich wohne keine 5 Kilometer von der Convec. Ja, das ist gut. Dann kannst du im eigenen Bett schlafen, das ist immer viel wert. Es ist, die Con findet sowieso nur am Sonntag statt, also... So. Na gut, okay, dann lass uns erstmal noch einen weiteren Koffer öffnen, bevor wir das ganz außer Acht lassen. Nee, wer braucht Koffer? Weißt du, wenn jetzt die 0,1 kommen, dann komme ich auf über 100.000, dann höre ich auf und dann war es das schon. Das stimmt natürlich. Deswegen meinte ich, verrat mir nicht, was ich habe, dann spiele ich nämlich bis zum Ende durch, egal was ich habe. Ich glaube nicht, dass du 100.000 schon kriegen würdest, wenn du jetzt... Glaube ich auch nicht. Aber ich nehme die 15. Die 15. Und da haben wir 200.000. Jetzt kommst du auf keinen Fall über 100.000. Aber da. Das hat das Angebot ein wenig gedrückt, denke ich. Wir werden mal sehen, wo wir jetzt hier landen. Und zwar bei 16.000. No deal. So. Sehr schön. Dann brauche ich 5 Koffer. Boah. Also, jetzt bin ich vollkommen langweilig. 1. Die 1. Da haben wir 1 Cent. Das ist das zweite Mal, glaube ich, dass der 1 Cent in der 1 war. Gut, 3. Jetzt räumst du von oben ab, okay. Ich bin gelangweilt. Ich erkenne ein O. Oh, fuck. Das war nicht so gut. 4. Mensch, wie überraschend. Genau. Das hier. Ah, vielleicht solltest du dein Muster nochmal überdenken. Es funktioniert nicht so gut. 6. Weißt du, ich habe eine 500.000 in meinem Zweierkoffer, von daher ist mir scheißegal. Meinst du? das waren auf jeden Fall 1.000. Ich habe 100.000 in meinem Zweierkoffer. Das wäre geil. Dann haben wir nämlich Gleichstand. Und das wird dann schwierig, da werde ich dann eine Münze werfen oder so, mal gucken. Nee, da müssen wir dann gleich ein Stechen machen oder so, ja. Bevor du natürlich wieder den letzten Koffer machst. Achso, ja, da haben wir noch einen, ja. Ja, du bist ja auch durchaus der Zockerwelt zugehörig, könnte man so sagen. Ein bisschen so, ja. Ganz minimal. Was war das für ein Gerät, was du hattest, wo ich gedacht habe, so, warum hast du das? Nicht das 3DO, du hast den Atari Jaguar, glaube ich? Nee, den Jaguar habe ich noch nicht. Ich habe den Amiga CD32. Ja, genau. Ich meine den. Genau. Der in den USA nie erschienen ist. Richtig, und warum nicht? Weil ihn keiner haben wollte. Ich habe keine Ahnung, warum Commodore das versaut hat, weil es wäre die erste Konsole mit CD-ROM-Laufwerk gewesen. Das stimmt allerdings, ja. Aber was hast du so in letzter Zeit gezockt? Nicht, dass ich das nicht wissen würde, aber... Ja, elende Steam-Überwacher hier. Nee, ich hab einen Beta-Zugang gekriegt für Train Fever, an dem ich, da will ich eigentlich mal eine Beta, also will ich einen kleinen Beta-Bericht schreiben, aber... Im Moment ist es noch sehr schwer, darüber wirklich was zu schreiben, weil ich muss mich wirklich noch mehr einarbeiten. Und es ist immer schwer, über Spiele zu schreiben, die noch nicht wirklich fertig sind. Ich habe letztens noch relativ viel Wings gespielt, da bin ich auch in der Beta drin. Zur Erklärung, also generell als Erklärung, Train Fever ist so quasi für mich persönlich eine Erinnerung an den Transportgiganten. Man muss also Städte mit Zügen, Bussen und Trams untereinander verbinden und ja, halt Simulation. Wings ist ein alter Amiga-Klassiker, der von CinemaWare neu aufgelegt wurde. Genau. Und
Das ist so ein Erster Weltkriegs-Flugsimulator. Ich finde ihn ganz geil und ich nutze ihn momentan auch als Inspiration für einen Pen-and-Paper-Charakter, den ich habe. Der ist ehemaliger Erst-Weltkriegspilot. Und ich benutze immer so die Geschichten aus Wings, um quasi ein Gefühl für den Charakter zu kriegen, was er wohl so erlebt haben könnte. Das ist auch nicht schlecht, ja. Und sonst, was spiele ich noch? Fußballmanager. Im Moment spiele ich saumäßig viel Payday 2 Oh, okay. mit einem Arbeitskollegen. Payday 2 oder wie ich es nenne, die dümmste AI der Welt. Wieso? Weil man merkt, das Spiel ist für Multiplayer ausgelegt. Ja. Also bei Payday geht es darum, du raubst Banken aus oder Juweliere aus und so weiter. Und wenn du online spielst, da kann jeder quasi seinen Teil übernehmen. So, die einen bewachen die Tür, die anderen bewachen die Geiseln, der dritte schaltet die Wachen aus, der vierte knackt die Safes und so weiter. Genau. Wenn du es alleine spielst, hast du zwei NSCs da, die stehen rum. Richtig, die können echt gar nichts. Also Die das kann können ich echt nicht, doch, sie bestätigen. können ballern. Sie können auch, Ja. wenn die Puppe. Also, die Idee bei dem Spiel ist, dass du dich in eine Bank schleichst, alle leise ausschaltest und dann flüchtest. Richtig. Je nachdem mit mehreren Geldkoffern. Deine AI, die kann niemanden fesseln, sie kann niemanden überwältigen, sie kann keine Safes knacken, sie kann keine Bohrmaschinen reparieren und sie kann keine Geldsäcke tragen. Richtig. Sie können nur auf den Gegner ballern und wenn du umgenietet wirst, dich wieder aufrichten. Ja. Apropos, also hier brauchst du auch keine Wachen umbringen wegen Geldkoffer. Riesenüberleitung. Ja, Ich super. sollte mich mit dieser Aufnahme beim Fernsehen bewerben, um ausgelacht zu werden. Nein, welchen Ach, für Cover? Wetten, das reicht's. Ja, stimmt. Hast du gehört, dass das Tommy Gottschalk wieder machen will? Also, nee, er will es ja nicht machen. Es hieß nur, eventuell würde man ihn wiederholen. Aber Ja, also ich bin die da. sollten Wetten, das komplett neu überarbeiten. Ja, oder einfach lassen. Einfach lassen. Es kann nicht mehr funktionieren. Es ist Ich vorbei. denke, Wetten, das hat schon ein gewisses Flair. Aber wir bräuchten irgendwo eine Mitte zwischen Wetten, das und Supertalent. Weil Wetten, das war der Ja. Vorgänger von Supertalent. Du Im hast Leute Prinzip da, die schon. zeigen spezielle Dinge, die sie können. Aber bei Supertalent musst du dir die Nasen jede Woche antun und hast einen Dieter Bohlen, der ständig seine Fresse aufmachen muss. Ja. Bei Wetten, das musst du stundenlang irgendwelchen Pseudo-Promis und Promis zugucken, die vor sich hinlabern und nicht zum Punkt kommen, einfach um sich selbst zu promoten. Und du siehst richtig, wie gelangweilt sie da sitzen. Das stimmt. Und du bräuchtest einfach so ein Zwischending. Ich hätte damals. Viermal so viele Wetten Ja. Aber ich hätte in der auch. Hälfte der Zeit. Ich hätte auch gedacht, also wenn das Joko und Klaas gemacht hätten, das hätte noch funktionieren können. Aber als sie gesagt haben, dass der Hayopai das macht, war es vorbei. Egal. Koffer. Ah, Joko und Klaas. 12. 12. Hast du doch das Muster aufgegeben? 5 Nee, Dollar. die 12 stört mich einfach nur so mitten in der Mitte. Achso. Dann gucken wir mal, Wir was da. bieten dir 7.000. Ich glaube, es könnte ein wenig runtergegangen sein. Na, doch ein bisschen. Ja, sogar verdoppelt. Mehr als verdoppelt sogar. No 38.000. deal. No deal. Papa will noch ein paar Hosen. Dann 4 Koffer, bitte. Mich stört, dass es am Rand so dick ist. Also wenn ich die 11 weg. Die 11. Da haben wir 500.000. Also die sind schon mal nicht in der 2. Ich habe noch 400.000 oder Ja, 57.000. Die korrekt. kommen jetzt mit der 14 und der 19. Ja, das wäre super. 14 haben wir 25.000, das ist ganz gut, weil Ja. alles unter dem Angebot treibt natürlich das Angebot hoch. Der Dollar wäre natürlich am besten jetzt. Ja. Den kriege ich nicht mit der 19, weil da sind die 75 drin. 19. 19. 25. Ah, meinte ich. Und dann noch einen. Brauchst noch einen. Yes. Gut. Die 23. 23. Da haben wir die 750. Fuck. Ah, so eine Jetzt wird's gemischte Runde. fallen. Jetzt wird's massiv Nee, fallen. ich glaube, er geht auch noch mal ein bisschen hoch, aber nicht so weit, wie er gehen könnte. Genau. 44.000. No deal. No deal. Du brauchst jetzt 3 Koffer. Und auf keinen Fall den 400.000er, sonst bin ich im Arsch. Sonst hast du ein Problem, ja. 10. Die 10. Dann gucken wir mal, hoffentlich was Kleines machen. Oh fuck. Oh. Okay, jetzt kannst du im Prinzip nur noch Jetzt muss gleich ich's ziehen. durchziehen. Jetzt muss ich's Ja, durchziehen. in der Tat.
Jetzt hoffe ich, dass die 2 gut ist. In dem Fall lösen, also ich meine, wir haben jetzt noch die 1, die 75, die 100, die Ja. 400, die 500, die 5000, die 10.000, 50.000, 75.000 und die 100.000. Richtig. Du kannst im Prinzip nur gleichziehen, wenn du komplett durchziehst und in deinem Koffer 100.000 sind. Genau, Dann also hast du noch eine Chance weiterzukommen, ansonsten ist es weg. ist es, 7. bist du erstmal aus diesem Turnier, erstmal vorerst. 75.000. Denn ich habe ja schon zu den anderen Kandidaten gesagt, Goody zum Beispiel, die mit 5 Dollar abgeschnitten hat, wo ich dann gesagt habe, oha, dass ich durchaus die Option offen halte, dass ihr nach 2, 3 Runden vielleicht wiederkommt. Aber dann eben mit, ich werde das ja auflisten in den Runden jeweils, wie lange ihr schon dabei seid und wer rausfliegt, der muss dann wieder bei 1 anfangen, ne? Sodass Jo. wir irgendwann den ultimativen Champion haben, wenn ich keine Lust mehr habe. Gut, das hier ist ja einfach nur Glücksspiel. Ja, das ist richtig. 9. Die 9. Da haben wir 400 Dollar. Von daher fühle ich mich nicht betroffen, weil ja, es geht ja nicht um meine Skills Das als stimmt. Gamer. Und du kriegst ein Angebot von 17.000. Das ist natürlich ein bisschen runtergegangen jetzt. Suck my Das dick. heißt, glaube No ich, No deal. Deal. Es wäre interessant, wenn er dir jetzt über 100.000 anbieten würde, weil er betrunken ist oder so. Ja, Oh, das ich, dachte ich auch schon. 200.000. Der geht ja nach einem ziemlich genauen Ja, Algorithmus. korrekt. 16. 16. Eigentlich ein relativ einfacher, einfach der Durchschnittswert. Genau, er rechnet alles hoch. 17. Die 17. Da ist die 100.000. Ja, das war's. Naja, jetzt geht es natürlich noch um die, ne? Um die Ehre, Um die nicht Ehre. letzter werden. Nicht letzter werden. Wenn du 1 Dollar hast, dann bist du letzter. Alles andere ist besser. Ich nehme an, no deal. Ja, no deal. Ja gut, ich könnte jetzt voll Arsch sein und einfach Ja, aufgeben. Deal! 10.000 und zweiter Platz damit. Ne, dritter Platz wäre das so. Also vierter Platz. Ja, so Nee, rum, Moment, genau. wer hat vierter? Vierter ist im Moment Steff mit 5.000, deswegen wärst du dann Vierter. Es wäre eine Überlegung wert gewesen, einfach aus Prinzip, dann bin ich nämlich Platz 4, dann bin ich als Erster Genau. wieder mit dabei. Nee, 25. 25. 500 Dollar. Und dann gibt es wieder ein Angebot. Jetzt geht er wieder ein bisschen hoch. Ja, jetzt ist er bei 10, 5 oder so ein Scheiß. Nee, 500er Schritte macht er nicht. Oh, 13.000. 13. Okay, nee. Ich ziehe es jetzt bis zum Ende Ja, durch, das logischerweise. ist klar. 22. 22. 100 Dollar. Jetzt geht's wieder ein bisschen. Der Sack nervt. Halt die Klappe! Ich nehme eh meinen Koffer! 16.000. Unter 30.000 nehme ich gar nichts. No deal. No deal. 24. 24. Da ist der Dollar. Oha, jetzt geht's hoch. Jetzt kannst du davon ausgehen, dass er nochmal ein paar Scheine oben drauf legt, ne? 130 geht gar nichts. 22. Ja, schon mal No nah dran. deal. No deal. Dann der letzte Koffer, der eliminiert wird. Dann gucken wir uns deinen Koffer an. Oder wir gucken uns noch ein Angebot an und dann deinen Koffer. Genau. 26. Die 26. 10.000. 5 oder 50.000. Also jetzt geht es wirklich darum, wenn du deinen Koffer aufmachst und es sind 5.000 drin, dann bist du Bin ich Platz Gleichstand mit 5, ja. 4. Mit 5, genau. Und ich könnte jetzt einfach aufgeben, aber das ist nicht mein Das ist Stil. langweilig, ne? Genau, das ist boring. Also gucken wir No in deinen deal. Koffer. Und da haben wir 50.000. 50.000! Damit bist du auf Platz 4. Leider erstmal raus. Sei froh. Ich Sei kündige. froh, du bist raus. Ja, weil ich kündige dir jetzt das Spiel an, was wir in der nächsten Runde spielen, damit ihr gleich schon mal einen kleinen Teaser habt. Und ich werde es nicht nur. Nicht nur. Nicht nur. Ups. Das war nicht so gut.